Ich gehe im Walde bisweilen so für mich hin. Nach schmackhaften Pilzen steht mir der Sinn. Schon ihre seltsamen Namen faszinieren mich, so wie Schlons oder mulmiger Knöterich. Dabei genieße ich auch noch die Waldesruh. Bei alledem lief mir jüngst ein Zwergpudel zu. Ich muss gestehen, obwohl das eher gegen mich spricht, Kinder und Kleintiere liegen mir nicht. Und dieser Pudel war wirklich lächerlich klein. Hau ab, rief ich, doch er wich mir nicht vom Bein. Und weil ich ihn doch irgendwie witzig fand, habe ich ihn feierlich Tarzan genannt. Ich dachte, heute Abend gibt's Pilzragout, vielleicht reißt mir der Pudel einen Hirsch dazu. Schon vernahm ich ein gewisses Rascheln im Gras, mutmaßte ein Wildbret und rief Tarzan, Fass! Es war kein Hirsch, es war ein Jäger im grünen Gewand, an dem sich allerlei Blattwerk befand. Sein Hut war merkwürdigerweise aus Stahl, bald kamen auch seine Kollegen in stattlicher Zahl. Immer mehr grüne Jungs brachen durch das Geäst, sie sahen alle gleich aus, ich dachte, hier ist wohl ein Nest. Sie waren schwer bewaffnet und ich hab mich gefragt, seit wann man Hasen mit Maschinenpistolen jagt. Dann kroch einer aus dem Dickicht heraus, der sah wie der Oberjäger aus. Voller Würde wies einem Anführer frommt, ich rief Tarzan, Ast weg, der Förster kommt. Ich begrüßte ihn zünftig mit Weidmanns Lust, doch er schrie, tun Sie nicht so, als haben Sie nicht gewusst, dass hier Manöver ist. Also nennen Sie A. einen Grund für Ihr Dasein und B. begründen Sie den Hund. Herr Förster, ich verstehe Sie, Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Also A, ich suche Pilze und B, ich kenne den Pudel nicht. Aha, kennen Sie nicht? Haben Sie wohl vorher nie gesehen? Wie? Die Masche kennen wir. Alle Mann ins Glied, wir gehen. Welches Glied, frage ich, doch er donnert nur barsch. Ich stelle die Fragen, also vorwärts, Marsch! Die Grünen stellen sich wirklich auf in Reihe und Glied. Ich frag einen von ihnen, als uns der Förster nicht sieht, was denn das Laub an ihren Klamotten soll. Darauf antwortet er mir geheimnisvoll, wenn wir so mit den Blättern im Unterholz stehen, kann der Feind uns im Wald überhaupt nicht sehen. Und weil er uns alle für Büsche hält, tappt er in die Falle und schon ist er umstellt. Ich lache herzlich, dann sehe ich am Wegesrand ein paar Pilze und habe sie schon fast in der Hand, als mich eine Stimme laut Vorsicht warnt, das sind welche von uns, als Morcheln getarnt. Wir marschieren weiter und kommen sehr schnell zu einem großen Gebäude, wie es scheint ein Hotel, denn die Angestellten in diesem Haus sehen wie frisch gebadete Liftboys aus. Man bringt uns zu einem Herrn in Schmuckerlivree, ich suche nach Trinkgeld, weil ich denke, das ist der Portier, der Förster zischt, sie spinnen wohl, das ist der Major, und stellt uns dem geschniegelten Herrn vor. Streunender Pudel und verdächtige Person. Der Major sagt scheißfreundlich, nimm Platz, mein Sohn. Ich nehme an, er glaubt, dass ich ihn jetzt Papi nenne. Frag aber, hoppla, Kumpel, seit wann duzen wir uns denn? Da raunzt er, auch noch frech werden, wie? Also raus mit der Sprache, was ist mit dem Vieh? Ihr schnüffelt hier rum, da ist doch was faul. Der Pudel knurrt und ich sag Tarzan, Hals, Maul. Tarzan, das klingt wie ein Codewort, der Major hört sowas gern. Er triumphiert, ein feindlicher Agent, jawoll. Das ist des Pudels Kern. Er ruft sein Ministerium an, weil er denkt, er hat den Spionagering Tarzan gesprengt. Und während der Major noch telefoniert, wird der Pudel gefesselt und abgeführt. Dann redet er wieder auf mich ein, wer meine Hintermänner und Drahtzieher seien. Nennen Sie ein paar Namen, das ist doch nicht schwer. Ich denk, nö, und sag ein paar Pilznamen her. Den ruppigen Stiesel, den scheuen Kalmück, den Nonnenschwengel, den sämigen Lück, den schleimigen Widerling und zum Schluss die Stinkmorchel Phallus Impudicus. Der Major notiert sich die Namen und flucht, weil er die Burschen vergeblich im Fahndungsbuch sucht. Um Zeit zu gewinnen, nimmt er auch mich in Arrest. Der Raum ist schön dunkel und bald schlafe ich fest. Mir träumt von einem Scharmützel im Wald, von einer Schlacht gegen Pilze. Es donnert und knallt. Ich selbst bin der Feldherr und rufe im Traum, seid nicht feige, Leute, lasst mich hintern Baum. Dann werde ich geweckt und zum Major geführt. Der hat unterdessen meinen Pudel dressiert. Er macht Männchen, holt das Stöckchen und kuscht. Kurzum, sein Charakter ist völlig verfuscht. Ihr Hund, sagt der Major, macht sich ganz gut. Ja, denke ich, hat schon Manieren wie ein Rekrut. Er fährt fort, der Verdacht hat sich übrigens zerstreut. Sie können gehen, junger Mann, hat mich sehr gefreut. Mich nicht, sag ich herzlich und ruf Tarzan, wir gehen. Doch ich sehe nur einen begossenen Pudel da stehen, der nicht mit mir gehen will. Mir liegt doch nichts dran, weil ich Hunde eigentlich sowieso nicht leiden kann. Seit damals lässt der Wald mich kalt. Ich sitz lieber in der Diskothek. Ich ess Pilze aus der Dose und geh Zwergpudeln aus dem Weg.